Arena Live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner Live. Ja, willkommen bei Fellner Live, willkommen bei unserer Umfrage der Woche, diesmal ausnahmsweise am Freitag, weil wir ja gestern das große Sommergespräch mit Bundeskanzler Sebastian Kurz hatten. Und diese Umfrage, die werde ich jetzt gleich in allen Details analysieren mit der Meinungsforscherin Sophie Kammersin. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Frau Kammersin, ich würde sagen, starten wir gleich rein und zwar mit der Sonntagsfrage, wie immer durchgeführt vom Research Affairs Institut von 24. bis 26. August, also ganz aktuell diese Woche. Und da war ja durchaus einiges los, auch zwischen den Koalitionsparteien gab es ja ein heftiges Scharmützel und das hat sich zumindest leicht auf einen Koalitionspartner ausgewirkt. Aber starten wir vorne, die ÖVP weiter stabil bei 34%. Gleich wie in der Vorwoche, auch die SPÖ bleibt bei 21%, die FPÖ bei 19%. Veränderung gibt es nur hinten. Da hatten wir letzte Woche einen Gleichstand um Platz 4 zwischen Neos und Grünen, waren beide bei 11%. Diese Woche legen die Neos wieder zu, plus einen Prozentpunkt, kommen jetzt auf 12%. Und die Grünen verlieren einen Prozentpunkt, kommen auf 10%. Denen dürfte dieser Koalitionsstreit anscheinend mehr geschadet haben als der ÖVP. Offensichtlich. Also die letzte Woche war ja doch durchaus dicht, kann man sagen, für beide Koalitionsparteien. Also angefangen, wenn wir nämlich an die Vorwoche denken, war ja eigentlich das Ende der Woche das Klimaticket, die Entscheidung der Ministerin Gewessler, das Klimaticket anzukündigen und einzuführen, aber eben ohne die Ostregion. Das war, glaube ich, als, wenn man das beobachtet, schon auch durchaus eine starke Provokation. Man weiß nicht, ob das wirklich abgesprochen war. Es hat nicht so gewirkt. Also das war auf jeden Fall schon mal der Auftakt und der Einstieg in eine sehr heiße Phase. Und die ist dann auch schnell gefolgt. Die Diskussion rund um afghanische Flüchtlinge war ja sehr, sehr stark oder sehr extrem, kann man sagen, positioniert von beiden Parteien und hat zu einem veritablen Konflikt geführt, wo ja dann auch die Ex-Vizebürgermeisterin Hebein ausgetreten ist. Das ist ja keine Kleinigkeit, also das passiert ja nicht alle Tage. Das hat sicherlich die Basis und die Wählerinnen und Wähler durchaus aufhorchen lassen. Und manche wurden anscheinend auch bestärkt in ihrer Meinung, dass man diese Entscheidungen einfach nicht mehr mittragen kann. Und deswegen gibt es dieses Minus 1, das ja dann die Konsequenz all dieser Streitigkeiten, Uneinigkeiten und vor allem, was das Gefährliche ist, dieser durchaus starken Erschütterung der grünen Werte. Man ja auch sagen muss, wenn man sich das genauer anschaut, diese Koalition liegt überhaupt nur noch bei 44%, weit weg derzeit von einer Mehrheit, wenn Wahlen wären. Ja, und deswegen gibt es auch keine Wahlen, weil es ja offensichtlich jetzt keiner wirklich daraus etwas schlagen könnte. Wer würde gewinnen? In Wahrheit die Neos, auch gegenüber dem Wahlergebnis 2019. Alle anderen, die FPÖ könnte auch noch ein bisschen gewinnen. Aber jedenfalls diejenigen, die entscheiden müssten, dass sie Wahlen wollen, im Sinne von zustimmen, würden nicht gewinnen. Also weder die ÖVP noch die Grünen. Also von daher werden sie sich zurückhalten bei allen Streitigkeiten und allen Unstimmigkeiten, die ja wirklich bis ins Mark gehen, weil da geht es um ihre Kernthemen. Also Klimaticket ist das Kernthema der Grünen und auf der anderen Seite die Flüchtlingsfrage, das Leib- und Magenthema der ÖVP, aber gleichzeitig auch schon ein ganz wichtiges Thema für die Grünen, wenn es um Menschenrechte geht, verstehen die Grünen tatsächlich keinen Spaß und offensichtlich die Wählerinnen und Wähler auch nicht. Schauen wir zur Kanzlerfrage, die ja fiktiv ist, aber wenn man den Kanzler direkt wählen könnte, wie würde das ausgehen? Sebastian Kurz auch hier weiter ganz klar auf Platz 1, 41% würden ihn direkt zum Kanzler wählen, gleicher Wert wie in der Vorwoche, 19% würden Pamela Rendi-Wagner zur Kanzlerin wählen und jetzt wird das schon langsam wirklich eng, Herbert Kickl kann einen Prozentpunkt zulegen, kommt jetzt auf 18%, scheinbar aufgrund seines Auftritts im Sommergespräch und seiner Präsenz dieser Woche und jetzt sind die zwei fast schon gleich auf, muss man sagen. Also das hätte man sich ja vor einigen Monaten nicht zu träumen gewagt, oder? Vor allem, glaube ich, in der SPÖ, dass Herbert Kickl
Merkel, der ja immer als einer der unbeliebtesten Politiker in diesem Land galt oder als einer der polarisierendsten zumindest, mittlerweile gleich auf mit Pamela Rendi-Wagner in der Kanzlerfrage liegt. Das ist absolut erstaunlich und ich erinnere mich an ein Gespräch, wir hatten das, ich schätze, vor 6 Wochen, als wir darüber gesprochen haben, wie die Positionierung von Herbert Kickl ausfallen wird. Und wenn Sie sich erinnern, habe ich gemeint, ich würde vermuten, er positioniert sich sanfter und weniger extrem als bis dato. Offensichtlich hat das zugetroffen, weil in den Sommergesprächen diese Woche ist er ja wirklich sehr, für seine Begriffe in Anführungsstriche, durchaus kreideschluckend. Gab es einen legendären Tweet, alle Kreidelinien sind ausverkauft. Ja, wirklich. Also das stimmt schon und das scheint ihm zu helfen. Und ich muss er kann nicht fasergeschmeichelt werden, das ist dann auch nicht seine Position. Aber diese etwas weniger angriffige und extreme von der Rhetorik her scheint ihm zu helfen. Inhaltlich bleibt er ja weiter auf seinen Positionen. Aber wir werden uns, wenn er auf diesem Kurs bleibt, traue ich mir zu sagen, wird die FPÖ noch mehr Potenzial und Zustimmung erhalten. Und dann wird es tatsächlich eng für die SPÖ. Hinten auch ähnliches Bild wie in der Sonntagsfrage. 12% würden Beate Meindl-Reisinger zur Kanzlerin wählen und nur 10% Werner Kogl. Auch er verliert einen Prozentpunkt. Ident mit den Grünen. So, schauen wir zur Zufriedenheit mit der Regierung. Und zwar, wie zufrieden sind die Österreicherinnen und Österreicher generell mit dieser Regierung? 5% sind sehr zufrieden, 36% eher zufrieden. Ergibt gemeinsam 41%, ist ein Minus von 2 Prozentpunkten gegenüber der Vorwoche. Also die Zufriedenheit sinkt, ist aber angesichts des Streits, der da so öffentlich ausgetragen wurde, wahrscheinlich wenig überraschend, oder? Das ist halt immer sehr schwierig auch, weil dass der Streit entsteht und der Konflikt ist irgendwo sehr, sehr nachvollziehbar aus Sicht beider Parteien. Also quasi schwierig, den zu vermeiden. Also die Grünen können nicht alles schlucken. Andererseits kann die ÖVP ihre Linie mit Flüchtlingen und Migration nicht verlassen. Also das ist ganz schwierig, da sich nicht zu positionieren. Gleichzeitig aber wissend, dass jeder Konflikt, der in der Koalition nämlich öffentlich ausgetragen wird, schadet. Weil was die Bevölkerung definitiv nicht will, ist Streit. Ja, also das ist quasi eine wirklich schwierige Situation, weil einerseits muss man ja auf seinen Themen bleiben, andererseits soll man Konflikt vermeiden. Also ja, es ist wirklich schwierig. Und das auszutarieren ist der großen Koalition damals nicht gelungen. So wie es aussieht, gelingt es bis zu einem gewissen Grad der türkis-grünen Koalition. Aber jedenfalls die Zustimmung der Bevölkerung hat es nicht. Ja, und das Thema, das da derzeit natürlich heftig diskutiert wird, ist der Afghanistan-Konflikt, insbesondere die Frage, ob man weiter dorthin abschieben soll oder nicht. Und das ist auch die nächste Frage. Soll Österreich weiter Afghanen in ihre Heimat abschieben, sobald dies wieder möglich ist. 46% sagen ja, alle Afghanen, die keine Asylberechtigung haben, sollen wieder abgeschoben werden. 41% sagen, nur straffällige Afghanen sind da bis auf Weiteres abzuschieben und nur 13% sagen nein, Österreich sollte die Abschiebungen nach Afghanistan aussetzen. Wenn wir jetzt diese ersten beiden Antworten zusammenzählen, dann kommen wir auf 87%, die sagen, zumindest Straffällige soll man weiter abschieben. Wie gesagt, 46% sagen sogar, alle Afghanen, die keinen Asylstatus hier haben, soll man abschieben. Das ist schon ein überwältigend hoher Wert. Überrascht Sie der in dieser Deutlichkeit? Also, dass es eine Mehrheit für Abschiebungen gibt, ist ja nicht überraschend, muss man sagen, erklärt ja auch die ÖVP-Linie. Aber dass es so deutlich ausfällt, überrascht mich eigentlich schon. Also dass nur 13% sagen, nein, Abschiebungen sollten ausgesetzt werden, ist ein sehr geringer Anteil. Aber also die Antworten, also muss ich ehrlich sagen, das stimmt jetzt nicht so ganz überein, weil letztendlich geht es um die Frage, wenn es wieder möglich ist. Ja. Also, und hier reden wir eigentlich über den Ist-Stand. Also da muss man schon unterscheiden. Reden wir über eine Situation in Zukunft, wenn möglicherweise wieder möglich, Fragezeichen, geht das überhaupt, aber sei es dahingestellt. Wenn jetzt die Antwort lauten würde, 87% wollen jetzt, hier und heute abschieben, dann ist das eine sehr erstaunliche Antwort. Ich meine, wir haben letzte Woche auch abgefragt, den jetzigen Stand, da waren 67%, muss man sagen, die gesagt haben, derzeit Straffällige allerdings abschieben. Ja.
ist auch schon sehr hoch, weil es de facto nicht geht. Also das ist, aber das ist genau das. Ich meine, natürlich, die ÖVP kennt die Umfragen und kennt die Stimmungslage, die FPÖ natürlich auch, und greifen das wohlwollend auf. Die Grünen orientieren sich an dieser Minderheit der 13%, und man sieht, es ist eine Minderheit, die unter ihrem Wählerpotenzial aktuell liegt. Also das heißt, das ist, es liegt ungefähr auf dem Wählerpotenzial. Aber es ist auf jeden Fall die minimale Gruppe in Österreich, die die grüne Perspektive teilt. Und daher sehr schwierig. Man muss ja sagen, es sind ja drei Parteien, die um diese kleine Gruppe derzeit buhlen, Grüne, Neos und SPÖ, die ja alle eigentlich diese Linie vertreten. Ja, das stimmt. Ja, schauen wir weiter. Soll Österreich besonders bedrohte afghanische Flüchtlinge aufnehmen? Ist ja eine Forderung, die Grünen vertreten, aber eben auch die SPÖ und die Neos. 44% sagen ja, 56% sagen nein. Also auch hier eine Mehrheit, wenngleich nicht ganz so deutlich wie vorher, die aber der Meinung ist, Österreich soll keine afghanischen Flüchtlinge aufnehmen. Ja, auf der anderen Seite finde ich diese 44% dann wieder irgendwo relativ hoch angesichts der Zahlen, die wir gerade gesehen haben. Also sozusagen hier die Mitmenschlichkeit oder die Hilfsbereitschaft der Österreicherinnen ist einmal in erster Instanz relativ hoch. Das haben wir ja auch schon gesehen 2015. Allerdings, wenn es dann darum geht, wird es eine neue Flüchtlingswelle geben und was soll man jetzt tun, dann ist eigentlich die Mehrheit der Bevölkerung eindeutig der Meinung strikt und harte Migrationslinie, also sprich nein. Mhm. Befürchten Sie nach den aktuellen Ereignissen eine Flüchtlingswelle wie im Jahr 2015? Da sagen 69% ja, Sie befürchten wieder so eine Flüchtlingswelle, 31% nein. Erklärt natürlich, muss man sagen, wahrscheinlich auch ein bisschen das Verhältnis bei den vorherigen Antworten, oder? Ja, also diese Furcht ist da und deswegen ist es ja auch so ein großes, auch emotionales Thema möglicherweise. Also ich glaube, die Zahl, die ist relativ hoch und die Angst ist auch relativ hoch, dass sowas wieder passieren könnte. Die Erfahrung hat ja gelehrt, es kann tatsächlich passieren. Und zum Zweiten, glaube ich, in einer Situation, in der wir uns jetzt in der vierten Welle der Pandemie befinden, ist es durchaus auch eine insgesamt sehr angespannte und angstmachende Situation im eigenen Umfeld und im eigenen Leben. Und ich glaube, in dieser Situation ist es noch einmal schwieriger, eigentlich dann liberal oder offenherzig mit der Migrationsfrage umzugehen. Ja, und dann die nächste Frage. In der Regierung herrscht zwischen ÖVP und Grünen Streit in der Asylfrage. Glauben Sie, dass die Koalition diesen Konflikt überstehen wird? 61% sagen ja, die Regierung wird weitermachen, aber immerhin 39% sagen, Türkis-Grün ist gescheitert, die Regierung sollte auseinandergehen und Neuwahlen beschließen. Also ich finde die 61% insgesamt eigentlich eher hoch, wenn wir vorher gesehen haben, dass die Regierungsparteien nicht einmal 50% haben. Müssen ja die auch noch von anderen Lagern kommen. Also ich finde das gar nicht so schlecht, weil logischerweise muss die Opposition sagen, gescheitert. Bei jedem ersten Konflikt sagt sie ja schon, es ist alles gescheitert, wir können neu wählen gehen. Also von dem her, angesichts dieser doch durchaus wirklich angespannten Situation von prominenten Parteiaustritten und Demonstrationen, die einen Innenminister ablösen wollen seitens der Grünen, das sind schon harte Waffen, die da quasi ausgepackt werden, sind die 61% eigentlich nach guter österreichischer Tradition, wenn die Regierung nicht streitet, dann sind wir es nicht. Also ja, die Mehrheit ist noch der Meinung, das gehört dazu. Ein bisschen streiten gehört dazu. Aber trotzdem, bei der nächsten Frage, sind Sie für Neuwahlen? Sagen immerhin 46% ja, Sie sind für Neuwahlen. 54%, also die Mehrheit, ist gegen Neuwahlen. Ja, das ist jetzt offensichtlich nicht unbedingt angesichts dieses großen Streites, sondern die sind grundsätzlich für Neuwahlen, weil sie auch aus einer anderen Richtung kommen, eine andere Orientierung haben. Die Opposition sagt, nehme ich an, mehrheitlich und bis zu 80%, ja selbstverständlich müssen wir endlich wählen, weil die grün-türkise Regierung ist ja eine Missgeburt, das kann es ja nicht sein. Wir kennen hier andere Verhältnisse in Österreich und daher sind wir für Neuwahlen. Ja, und die nächste Frage zeigt relativ deutlich das Dilemma, in dem sich die Grünen derzeit befinden. Wer setzt sich in der Regierung
besser durch. 88% sagen, die ÖVP setzt sich besser durch. Nur 12% sagen, die Grünen setzen sich besser durch. Also das ist schon, im Fußball würde man sagen, ein Kantersieg. Ja, also das ist, wie Sie sagen, in der Tat, genau das ist das Problem. Deswegen gab es ja auch den Parteiaustritt und auch das Minus 1 bei den Grünen. Die Grünen müssen tatsächlich schauen, dass sie ihre Wählerinnen und Wähler bei Laune halten und ihre Themen da und dort wirklich gut durchsetzen können. Aber ja, selbst das Klimaticket, das ja tatsächlich eine große Errungenschaft wäre für die grüne Politik, geht nicht friktionsfrei ab oder nicht, jedenfalls nicht so, wie es die Ministerin gerne hätte, sondern mit großem Aufschrei und warum wurde da nicht abgestimmt und gesprochen und finanziert und also mit großen Turbulenzen. Und es gibt kein Thema, das die Grünen einfach einmal so durchbringen oder zeitgerecht durchbringen. Und das ist schon offensichtlich ein Problem für sie. Und da muss auch die ÖVP aufpassen, weil wenn die Grünen sich zu sehr irgendwie in Mitleidenschaft sehen, dann kann es irgendwo doch einmal zu einer Kurzschlussreaktion kommen. Und da, ich weiß, weil Sie das ja immer sozusagen interessiert, zu Recht interessiert, wie die Grünwähler sozusagen bei dieser Frage geantwortet haben, auch da sagen 61% der Grünwähler, die ÖVP setzt sich besser durch und nur 39% die Grünen. Also auch dort eine deutliche Mehrheit der Grünwähler hat das Gefühl, momentan werden in dieser Koalition ÖVP-Themen umgesetzt anscheinend. Ja, also ist ja auch vielfach so, muss man ja ehrlich sagen. Aber man muss natürlich auch eins dazu sagen, die Kräfteverhältnisse sind nun einmal auch 4-1 rund. Also es ist ja nicht so, die ÖVP hat nun einmal dreimal Stimmen, also jedenfalls laut Nationalratswahl, mehr als die Grünen. Also von dem her könnte das schon 60-40 zumindest ausfallen. Also das Verhältnis ist zu stark, aber dass es eins gibt, ein Kräfteungleichgewicht, ist auch nachvollziehbar. Aber nicht in dem Ausmaß. Ja, und dann ist die nächste Frage, sind die Grünen noch glaubwürdig? Da sagen nur noch 4%, sie sind sehr glaubwürdig, 34% eher glaubwürdig. Es gibt 38% für eine Partei, die, sage ich einmal, sehr stark auf Ideale setzt, ja, wahrscheinlich herber Tiefschlag. 32% sind der Meinung, sie sind eher nicht glaubwürdig und 30% sogar gar nicht glaubwürdig. Also eine Mehrheit von 62%, die der Meinung ist, die Grünen sind nicht mehr glaubwürdig. Interessanterweise, auch da vielleicht vorweggenommen, bei den Grünwählern schaut es anders aus. Da sagen 82% immerhin noch, sie sind entweder sehr oder eher glaubwürdig. Das ist ja dann die gute Nachricht, weil ansonsten würde es ja wirklich Feuer am Dach geben. Aber dennoch, es ist einfach auch für ein Wachsen der Grünen schwierig. Die jetzigen Wählerinnen sind noch dabei und sagen, ja, das passt schon, weil wir sind ja auch der kleine Koalitionspartner und letztendlich muss man Kompromiss machen das Beste aus beiden Welten und so weiter. Aber für ein Ausweiten der Wählergruppen wird es halt schwierig, wenn so viele glauben, das ist nicht mehr grüne Politik. Frau Kammersin, wir machen eine ganz kurze Werbepause, dann geht es gleich weiter und dann schauen wir ein bisschen auf die Corona-Fragen. Die Zahlen steigen ja leider wieder stärker. Was heißt das? Wie besorgniserregend ist das? Zumindest, wie sehen das die Österreicher? Und was sagen die Österreicher zur 1G-Regel? Ist man da dafür? Ist man da dagegen? All das gleich nach einer ganz kurzen Werbepause. Kölner Live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Kölner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Kölner Live. Die Umfrage der Woche. Ja, wir kommen zurück zur Umfrage der Woche. Sophie Kammersin ist bei mir zu Gast. Grüß Gott. Grüß Gott. Wir schauen uns wie immer die aktuellen Daten von Research Affairs an. Ging schon sehr stark in diesem ersten Teil um Afghanistan. Und jetzt haben wir einige Detailfragen zum Thema Corona. Und die erste Frage von Research Affairs, die wir uns hier ansehen, war, halten Sie die stark steigenden Infektionszahlen für beunruhigend? Da sagen 27% immerhin, das beunruhigt mich überhaupt nicht. 23% sind der Meinung, die Infektionszahlen steigen zwar, aber wegen der Impfung wird die vierte Welle nicht so schlimm wie die vorhergehende. Also genau 50%, die ist
eher gelassen sind, kann man, glaube ich, sagen. 36% sagen, sie sind etwas beunruhigt und 13% sagen, sie sind sehr beunruhigt. Also ziemlich 50-50, muss man sagen. Das übliche Dilemma, das wir bei den meisten Corona-Fragen haben, die einen sagen, ja, es ist gar nicht beunruhigend, die anderen sagen, es ist beunruhigend und dieser Riss geht mitten durch die Gesellschaft, oder? Ja, wobei das Enttäuschende ist ja, dass wir eigentlich gehofft haben, dass jetzt die Pandemie mehr oder weniger überstanden ist mit der Impfung, mit der Möglichkeit, sich impfen zu lassen. Aber nein, also eigentlich werden wir wieder eines Besseren belehrt. Die Enttäuschung ist schon noch da, dass es tatsächlich weitergeht. Und ja, beunruhigend oder nicht, es geht weiter. Und das ist schon einmal wieder ein Eingriff in unser Leben. Das, allein die Tatsache, dass wir uns darüber unterhalten müssen, ist ein Eingriff. Und 50% sind beunruhigt. Und was heißt das ja in weiterer Folge? Wir reden ja da jetzt nicht nur über die Bevölkerung, wir reden wahrscheinlich auch über die Menschen in den Unternehmen, weil letztendlich sind die Teil der Bevölkerung und auch die Unternehmer und Unternehmerinnen. Und rund die Hälfte ist vorsichtig. Und was heißt vorsichtig im Wirtschaftsleben? Braucht man nicht diskutieren. Es gibt Konsumzurückhaltung, es gibt Unternehmer, die nicht investieren. Einfach eine Situation, die anders ist als 2019. Und das wird den Herbst begleiten. Und damit haben wir auch Fragen des Arbeitsmarktes, der Wirtschaft und natürlich der Gesundheit. Ja, heftig diskutiert in den letzten Tagen wurde die 1G-Regel. Der Bundeskanzler selber hat das ja am Wochenende einmal mehr sozusagen ins Spiel gebracht, indem er gesagt hat, er könnte sich vorstellen, dass man diese 1G-Regel in der Nachgastronomie einführt ab Herbst, wenn die Zahlen weiter steigen. Und auch dieses Thema spaltet die österreichische Bevölkerung relativ stark. Eine ganz knappe Mehrheit von 51% ist für die Einführung der 1G-Regel, 49% sind dagegen, Frau Kammersin. Wie sehen Sie das? Ja, also ich glaube auch nicht grundsätzlich, dass man das die Bevölkerung fragen sollte. Ich meine, natürlich ist es interessant zu erfahren, was sie sagt, aber letztendlich geht es um gesundheitliche Fragen und um die Frage, was bedeutet das dann für unser Land, wenn wir wieder eine vierte Welle hätten, die tatsächlich die Intensivstationen belasten, dann kann ich ja nicht danach vorgehen, ob die Bevölkerung das jetzt gut oder schlecht findet. Es ist immer eine Frage der Einschränkung letztendlich. Eine 1G-Regel ist eine Einschränkung. Das kann man ja nicht wegdiskutieren. Und dass das nicht besonders willkommen ist, also jedenfalls für fast 50% ist es nicht wahnsinnig willkommen, aber möglicherweise gesundheitspolitisch eine entscheidende Maßnahme, die vielleicht davon abhalten würde, dass man weitere Lockdowns hat oder dass man einfach massive Einschnitte in anderen Bereichen hat. Also offensichtlich ist es noch nicht wirklich mehrheitlich zustimmungsfähig. Vielleicht braucht das auch noch. Vielleicht muss man auch wirklich in einem Bereich beginnen, so wie das der Kanzler angekündigt hat. Auch in der Hoffnung, man gewöhnt sich gedanklich daran. Und dann geht es nicht nur in der Nachtgastronomie, sondern im Gasthaus, im Hotel, in öffentlichen Verkehrsmitteln, was auch immer, weil mit der Nachtgastronomie werden wir die vierte Welle nicht aufhalten. Also wie viele Personen gehen in die Nachtgastronomie? Also das ist vielleicht 1-2%. Also das sind ja keine Mengen. Tendenziell sind es die Jungen noch, dazu muss man auch sagen. Die sowieso dann nicht so betroffen sind. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist das Thema Nachtgastronomie 1G-Regel, so schlimm und schwierig das vielleicht für die Betriebe sein wird, aber eher eigentlich sehe ich das als Test. Fall oder Testballon. Sagen ja viele, dass das so der erste Testballon ist und dass man es dann auf Veranstaltungen und vielleicht sogar die Tagesgastronomie ausweitet. Aber das bringt uns eh gleich zu unserer nächsten Frage. Da haben wir nämlich auch die unterschiedlichen Bereiche abgefragt. Und zwar, welche Einrichtungen sollten nur mit vollständiger Impfung, also dem 1G, genützt werden dürfen? Und da fällt einmal auf, es gibt derzeit nur zwei Bereiche, wo eine Mehrheit sagt, hier will man eine 1G-Regel, das ist die von Ihnen schon angesprochene Nachtgastronomie, also Clubs, Diskotheken, Nachtbars, und das sind Massenveranstaltungen, also Festivals und Rockkonzerte, wo 53 respektive 52% dafür wären. Dann gibt es noch Stadien und größere Sportstätten, sagen 46%, 40% sagen Theater und Kinos, 39% Hotels, 39% auch die Fitnessstudios, nur noch 36% sagen gastronomische Betriebe wie eben Restaurants oder Kaffeehäuser und überhaupt nur 20%, also ein Fünftel, sagt in Geschäften für den nicht alltäglichen Bedarf, also
Möbelhäuser oder Elektronikmärkte wären das. Und 41% immerhin, muss man auch sagen, sagen, alle diese Einrichtungen sollten ohne eine Impfpflicht genützt werden können. Ja, 41% ist aber auch die Minderheit, kann man auch sagen. Auf der anderen Seite, ja, in dem einen oder anderen Bereich kann man sich es mittlerweile vorstellen. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn man einmal anfängt damit, was eine hochemotionale Diskussion natürlich wäre, weil letztendlich ist das dann natürlich eine Impfpflicht für diesen eingeschränkten Bereich. Und wir wissen, wie da die Wogen schon hochgehen, wenn man nur das Wort in den Mund nimmt. Allerdings, wenn es einmal stattfindet und man sich dann abgearbeitet hat an dem Thema eine Woche, wird wahrscheinlich die Zustimmung steigen. Vor allem dann auch, wenn die Zahlen jetzt nachweislich darüber sinken würden oder keine Infektionsgeschehen mehr über die Nachtgastronomie stattfinden würde. Also ich glaube, das ist jetzt einmal eine Momentaufnahme, das muss man gut beobachten. Und ja, die Mehrheit ist einmal jedenfalls dafür. Und so gesehen, auch da hat wieder Sebastian Kurz einen ganz guten Riecher gehabt, um damit zu starten, weil die auch mit den Hotels starten können oder mit Massenveranstaltungen. Ja, und dann zweites großes Thema ist derzeit natürlich die dritte Impfung. Österreich will ja jetzt ab Anfang September damit starten. Wir hinken beim Impfen momentan hinterher. Wie sieht es denn bei der dritten Impfung aus? Und nicht allzu rosig, muss man sagen, wenn man nach dieser Umfrage geht. 41%, also weniger als weniger als 50%, weniger als die Hälfte, sagen, dass sie sich sicher einer dritten Impfung unterziehen werden. 21% sagen, sie überlegen noch. 12% sagen, sie sind zweimal geimpft, das reicht. Und 26% sagen, nein, ich lasse mich nicht impfen. Also die Impfverweigerer, doch schon ein Viertel, muss man sagen, mittlerweile. Ja, das sind ja die aktuellen, grosso modo die aktuellen Zahlen. Aber es ist schon bedenklich, wenn wir sehen, wir haben fast 60% aktuell Geimpfte, Vollgeimpfte, und nur 41%, also rund zwei Drittel derer, die schon zweimal geimpft sind, wollen auch weitermachen damit. Jetzt gehen wir ja weiter, dann wird das vielleicht immer weniger und irgendwann sind dann nur noch 30% voll geimpft. Also das ist ja nicht nur, also ich glaube, wir haben ja mittlerweile schon zwei Probleme. Wir haben das Problem immer noch derer, die sich nicht impfen lassen wollen, das erste Mal noch nicht impfen lassen wollen, diese 30-35%, die das aktuell realiter so sehen, und zusätzlich die, die sich nicht das dritte Mal impfen lassen wollen, also deren Immunität voraussichtlich dann sinken wird. Also das sind eigentlich jetzt schon zwei Probleme, die wir haben, und hier bedarf es dringender Maßnahmen und Informationskampagnen, Aktivitäten, Möglichkeiten, um die Impfwilligen zu steigern und sie direkt anzusprechen. Und das sage ich auch immer wieder, in Israel ist zum Beispiel ist die Impfrate sehr hoch. Die nutzen die verschiedensten Möglichkeiten auch der Verhaltensökonomie, um Menschen zum Impfen zu bringen. Von eingestellten Terminen, die man aktiv rauswählen muss, bis hin zu direkten Anrufen. Also die machen das sehr geschickt, indem sie den Menschen einfach einmal einen Impftermin vorschlagen und sagen, so, dein Impftermin ist jetzt fixiert, und wenn die Person nicht reagiert, wird sie angeschrieben oder wirklich angerufen und mit ihr intensiv gesprochen. Solche Maßnahmen vermisse ich ein bisschen. Es gibt tolle Aktivitäten mit Impfbussen und auch Impfungen jetzt heute im Lebensmittelhandel. Das ist großartig. Aber das sind natürlich die Menschen, die an und für sich schon impfen wollen. Die sagen nur, ja, super, tolle Gelegenheit, jetzt mache ich das gleich. Aber die müssen nicht unbedingt überzeugt werden. Die brauchen nur eine angenehme und leichte Art zu impfen. Das ist die Gruppe, aber es gibt viele andere Gruppen, die grundsätzlich sagen, brauche ich das, ist das gut für mich, verstehe das nicht, muss es wirklich sein. Die muss man intensiv überzeugen. Und da fehlt mir ein bisschen die sichtbaren Maßnahmen dazu. Vielleicht gibt es sie, aber man hätte noch nicht groß davon gehört. Ja, und ganz zum Abschluss, wie immer, haben wir das aktuelle Politbarometer. Das ist der Saldo, den Sie da jetzt sehen, aus positiver und negativer Bewertung. Und wir starten wie immer auch hier mit dem Bundeskanzler. Mit 32% Saldo kann er sogar gegenüber der Vorwoche einen Prozentpunkt zulegen. Dahinter
gibt es den großen Verlierer dieser Woche, muss man sagen. Das ist Alexander Van der Bellen, verliert -3 Prozentpunkte, kommt jetzt auf 14% und ist damit jetzt wieder gleich auf mit dem Wiener Bürgermeister Michael Ludwig, der in der Vorwoche ein relativ großes Minus verzeichnen musste, jetzt aber wieder 2 Prozentpunkte zulegt und jetzt eben gleich auf ist mit Alexander Van der Bellen. Jetzt muss man sagen, Alexander Van der Bellen hat sich diese Woche eigentlich nur zu einem Thema geäußert und das war die Flüchtlingsaufnahme, wo er im Rahmen des Forum Alpbachs eben sich dafür ausgesprochen hat, dass Österreich Flüchtlinge aus Afghanistan aufnehmen soll. Zumindest in der Umfrage hat es ihm nicht genützt. Ja, das ist der Beleg dafür, dass eine sehr harte Migrations- und Flüchtlingslinie in Österreich die Mehrheitsmeinung ist. Jetzt ist die Frage, wie geht man damit um? Also ja, wenn man also sehr stark auf Umfragen und die Meinung der Menschen hört, dann müsste man eine sehr harte Migrationslinie transportieren. Das tut ja auch die ÖVP und die FPÖ in entschiedenem Ausmaß. Aber die Frage kann man ja schon stellen, ob es nicht jenseits dieser Meinung, dieser Mehrheitsmeinung, noch eine andere Haltung, Moral oder sonstige Perspektive auf das Thema gibt. Diejenigen, die diese so sagen, werden von der Mehrheitsmeinung abgestraft. Und das ist die Situation, in der wir uns aktuell befinden. Also es gibt eine sehr schmale Zielgruppe, die diese Perspektive von Alexander Van der Bellen oder natürlich auch Vizekanzler Kogler teilen, aber die Mehrheitsmeinung sieht das anders. Dahinter der Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein, auch der hat in der Vorwoche deutlich verloren. Diese Woche kann er wieder 1 Prozentpunkt zulegen, kommt jetzt auf 10%. Dann der Arbeitsminister Martin Kocher liegt bei 7%, Alma Sadic, die Justizministerin, bei 4%, Saldo ist -1 gegenüber der Vorwoche. Und zwei Gewinner noch, zumindest prozentuell gesehen. Einerseits Heinz Fassmann, der Bildungsminister, +2 Prozentpunkte, kommt jetzt auf 4%. Und Alexander Schallenberg, der Außenminister, ebenfalls +2, kommt jetzt auf 1% gleich auf mit Hans-Peter Doskozil, dem burgenländischen Landeshauptmann. Und dann muss man sagen, auch einer, der zulegen konnte gegenüber der Vorwoche, einmal mehr ist der Innenminister Karl Nehammer, -1, jetzt der Saldo +2 gegenüber der Vorwoche. Das sind natürlich drei Minister, wenn man jetzt sagt, Fassmann, Schallenberg, Nehammer, die sehr präsent waren. Fassmann aufgrund der Schule, ganz ein anderes Thema, der hat seinen Schulplan vorgestellt. Und Schallenberg und Nehammer waren natürlich ganz präsent aufgrund der aktuellen Afghanistan-Situation. Ja, also das offensichtlich hilft das in der Sympathie, wenn man eine harte Migrationslinie fährt, weil es eben die Mehrheitsmeinung ist. Im Moment hat das jetzt der ÖVP noch nicht wirklich geholfen in der Sonntagsfrage. Andererseits ist es natürlich auch immer wieder die strategische Überlegung, maximal, so wie man das so sagt, abdichten gegen die FPÖ, nur ja nicht hier nachlassen, diese Position maximal verstärken. Auf der personellen Ebene hilft das aktuell, auf der Sonntagsfrage noch nicht, aber andererseits würde es wahrscheinlich sonst ein Minus bedeuten, wenn die ÖVP hier nicht konsequent bleiben würde. Und für die Grünen ist es insgesamt eine schwierige Situation, weil sie müssen natürlich jetzt ihre menschenrechtsorientierte Flüchtlingsperspektive auch klar sagen, weil sonst wäre es sozusagen, das wäre noch viel schwieriger. Andererseits verlieren sie ja in der Realpolitik. Und das nehmen ihnen die Wählerinnen und Wähler natürlich dann auch wieder übel. Aber nichts zu sagen und die eigene Position nicht einmal zu vertreten, glaube ich, ist noch viel problematischer. Also sie müssen das sagen und gleichzeitig werden sie abgestraft, weil sie es nicht durchsetzen, was aber in diesen Machtverhältnissen aktuell ja sehr nachvollziehbar ist. Alles andere wäre ja mehr oder weniger überraschend, noch dazu, wo die Koalition sich darauf geeinigt hat, Migration macht die ÖVP, Klimaschutz macht die Grünen, machen die Grünen, aber wenn man es genau nimmt, den Klimaschutz machen die Grünen aber auch nicht so extrem oder so beherzt oder es wird ihnen nicht so viel zugebilligt sozusagen, wie die Grünen der ÖVP auf Seiten der Migration zubilligen. Also dieses Ungleichgewicht, das ja auch bedingt ist durch die Machtverhältnisse, ist schon relativ deutlich. Und die Frage ist, wie lange halten das die Grünen aus oder wie lange versuchen die Türkisen das noch zu, will nicht sagen auszunützen, aber zu bemühen, dieses Ungleichgewicht.
Schauen wir noch in den negativen Bereich beim Politbarometer. Da ist Beate Meindl-Reising mit einem Saldo von -2, ja, fast schon im positiven Bereich, muss man sagen. Und dann deutliches Minus gibt es für den grünen Vizekanzler Werner Kogler. Er liegt jetzt bei einem Saldo von -6, gleich -3 Prozentpunkte gegenüber der Vorwoche. Neben Alexander Van der Bellen der große Verlierer dieser Woche. Und man muss auch sagen, Werner Kogler hat sich ja relativ klar geäußert, Position bezogen, dem Bundeskanzler ja ziemlich gerüffelt, beziehungsweise die ÖVP. Und er hat sogar gesagt, die ÖVP schadet dem Ansehen Österreichs, aber von den Österreicherinnen und Österreichern wieder abgestraft. Ja, also aus bekannt, schon, das habe ich schon erläutert, also die kleine Gruppe, die das unterstützt, was er sagt, ist einfach eine Minderheit. Und die große Mehrheit geht eher einen harten Kurs. Und dieser Kurs ist eher der Krisekurs oder der FPÖ-Kurs. Und daher verliert er. Er kann es zwar sagen, dass das sozusagen anklagen, aber erstens realpolitisch ist das halt auch nur eine Presseaussendung und in Wahrheit passiert sonst nichts, was in seiner Richtung passieren würde. Also wenn er nicht einmal 3 Flüchtlinge aufgenommen oder 4 oder 5, also nicht einmal eine Symbolfigur. Also ich meine, man hätte sich ja auch darauf einigen können, also gut, eine Journalistin und die hätte man noch irgendwie erklären können, die hat österreichische Wurzeln und oder. Also man hätte schon eine Geschichte finden können, wenn man es gewollt hätte, hat man nicht gefunden. Heißt, Kogler klagt irgendwie an, aber realpolitisch passiert nichts und das kann man ihm vorwerfen und zusätzlich wirft man ihm aber auch noch seine eigentliche Haltung vor, jedenfalls von der Mehrheitsmeinung. In Summe ist das schwierig. Ja, und dann, das ist vielleicht auch interessant, gibt es 2 ÖVP-Ministerinnen, die sich ein bisschen mittlerweile abgesetzt haben. Wir haben ja sehr lange, wir haben das ja über viele Wochen gemeinsam verfolgt, da eigentlich die Riege der türkisen Ministerinnen gehabt, die alle mehr oder weniger gleich schlecht gelegen sind. Aber Caroline Edtstadler und Claudia Tanner haben sich da jetzt ein bisschen von dem hinteren Feld gelöst. Caroline Edtstadler mittlerweile bei -7 und Claudia Tanner ebenfalls. Beide können gegenüber der Vorwoche zulegen. Worauf führen Sie das zurück, dass genau die 2 da momentan besser abschneiden als die anderen Ministerinnen? Naja, Caroline Edtstadler hat sich ja auch in der Migrationsfrage geäußert, also auch die harte Linie vertreten. Und das hilft allen, die das so tun, wiederum in der Mehrheitsmeinung. Das ist ja in der eigenen Gefolgschaft sozusagen wiederum anders. Und Claudia Tanner hat sich wirklich Woche für Woche hochgearbeitet. Und profitiert die auch ein bisschen momentan vom sag ich mal, vielleicht Image des Bundes her, dass er sehr präsent ist, wurscht, ob es jetzt die Grenze ist, ob es Olympia war, ob es, sag ich mal, Assistenzeinsatz ist im Rahmen von Corona, Teststraßen etc.? Das ist ja schon eine Weile her. Das hat ihr damals, glaube ich, in den letzten Wochen geholfen. Aber kurzfristig waren es, würde ich meinen, die Grenzeinsätze, die ja auch medial gut transportiert wurden. Das wiederum entspricht sehr stark und sehr gut der ÖVP-Linie, passt also gut zusammen und ist die Mehrheitsmeinung. Von dem her hilft ihr das und es passieren keine Hoppalas mehr. Also am Anfang der Zeit gab es ja doch viel Aufregung um Claudia Tanner und ja, ausgeplauderte Reformvorschläge und so weiter. All das hat sie jetzt super im Griff und daher, ja. Ja, dann haben wir die Elisabeth Köstinger, Landwirtschafts- und Tourismusministerin, liegt bei -14, kann aber immerhin 2 Prozentpunkte zulegen. Leonore Gewessler noch immer bei -15%, kann zwar auch einen Prozentpunkt zulegen, aber der hat dieser Streit um diese Straßenbauprojekte so geschadet, dass nicht einmal Klimaticket etc. da momentan viel helfen. Und dann auch langsam pirscht er sich nach vorne, Gernot Blümel, nur unter Anführungszeichen noch bei -16, aber wir erinnern uns, der war im Frühjahr, als die ganze Sache mit Verfahren etc. und er als Beschuldigter geführt hochgekommen ist unter Hausdurchsuchung, mit Abstand der unbeliebteste Minister. Also der hat sich wieder halbwegs erfangen können. Absolut. Also man sieht, es kann auch bergauf gehen und mit Konsequenz und guten Nerven, weil das muss man ja auch mal durchstehen, so eine Situation, kann man schon wieder nach vorne, sich nach vorne arbeiten. Schwierig und langsam. Man braucht einen guten Atem, aber es scheint zu funktionieren. Ja, und dann haben wir die Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck bei -17. Susanne Raab ist ein bisschen außer Konkurrenz, weil die ist derzeit in Babypause. Die 2 derzeit die unbeliebtesten Ministerinnen dieser Regierung. Und heftig wird es schon langsam für Pamela Rendi-Wagner. -20 Saldo, -1 gegenüber der Vorwoche. Die nähert sich
schon langsam dem, sage ich einmal, wie soll man sagen, dauerletzten Abonnenten Herbert Kickl an, oder? Naja, es ist schon noch ein Stück weit hin, aber es ist schon erstaunlich, dass Sie, obwohl Sie ja gar nicht so polarisiert in dem Sinn, so wie sie auftritt und auch inhaltlich gar nicht so, aber der Parteitag und die mangelnde Zustimmung, also vor allem die indirekte Auswirkung dessen, nämlich die sehr kritische Berichterstattung darüber, haben ihr einfach sehr geschadet. Und davon hat sie sich noch nicht erfangen. Was bei ihr interessant ist, vielleicht nur in den Detaildaten ist, sie ist von den Positivwerten gar nicht so schlecht. 27% liegt sie besser als manch anderer. Mhm. Aber sie hat nach Herbert Kickl einfach die mit Abstand am höchsten Negativbewertung. 47%, die sie negativ sind. Ja, ich glaube, die Phase des Laufes ist nicht unbedingt in die positive Richtung zu sehen. Von dem Kurs erholt sie sich offensichtlich schwer. Mhm. Es ist interessant, weil Gernot Blümel eben, der hatte ja auch massiv negative Zuschreibungen, aber hat das geschafft, da ein Stück weit raufzuklettern. Ich meine, minus 16 ist jetzt auch noch keine großartige Bewertung, aber es ist besser als minus 30. Mhm. Sie hat es noch nicht so geschafft. Ist natürlich auch schwieriger in der Opposition. Als Finanzminister hat man da mehr Möglichkeiten, auch positive Botschaften zu bringen. Aber das ist das Dilemma der SPÖ. Ich meine, in der Sonntagsfrage sehen wir ja auch keine Veränderung im Positiven. Und der Streit zwischen Randy Wagner und Dosko Zil ist immer noch schwelgend und immanent und immer noch nicht mehr so brutal draußen ausgetragen, aber wenn man genau zuhört, sind die Spitzen schon immer noch da. Er ist um ein Eckhaus beliebter als Randy Wagner, was natürlich auch die eigenen Wählerinnen sehen, wobei die ja gar nicht so wiederum auf ihn stehen. Mhm. Aber wobei der mit Abstand beliebteste ist Michael Ludwig, muss man sagen. Bei den eigenen Wählern? Na, generell bei den. Ach so, ja, das ist richtig. Also genau. Der ist ja auf Platz 3 insgesamt. Gut, oder aber sogar der Platz ist nicht in Konkurrenz, der steht nicht in Konkurrenz zu ihr. Wäre natürlich der logische Kandidat, also, obwohl er es nicht will. Ganz schwierig irgendwie für die SPÖ im Moment, aber wahrscheinlich, man sagt ja immer, bis zur nächsten Wahl und dann wird man den großen Veränderungsdruck sehen. Das haben wir jetzt schon bei mehreren Wahlen gedacht. Weder bei Wien hat es stattgefunden, noch Burgenland. Gut, ja, hätte alles passieren können, aber ist nicht. Und Oberösterreich werden wir sehen, ob es jetzt da eine Veränderung gibt. Aber wahrscheinlich gibt es die erst, wenn eine Nationalratswahl ansteht. Weil was gewinnt man, wenn man jetzt den oder die Spitzenkandidatin installiert in einer türkisen Bundeskanzlerschaft, die sehr stark und massiv ist. Mhm. Frau Kamersin, vielen Dank. Gerne. War eine spannende Analyse. Wir machen eine ganz kurze Werbepause und dann kommen wir gleich zu einem dieser Minister, über die wir gerade geredet haben. Der Außenminister Alexander Schallenberg ist gleich zu Gast bei uns, genauer gesagt bei Isabel Daniel. Und da geht es natürlich um Afghanistan, um die Frage der Abschiebungen. Ist das nicht alles eine Scheindiskussion, die derzeit geführt wird, weil ja ohnehin nicht abgeschoben werden kann? Wird sicher ein spannendes Interview. Kurze Werbepause, dann geht es gleich weiter.